Das Symbol ist einfach irgendwo hier, okay? Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Aber irgendwo existiert dieses Mega Man-Pokémon. Die Karte bewegt sich aber auch wie ein Scheiß, also es tut mir leid. Da vorne ist auch eine grüne Fläche wieder. Pokebälle, Tränke. Ich glaube, da ist das Mega Man-Pokémon, oder? Nee, das ist ein. Das Feuer-Löwen-Pokémon aus XY, oder? Das aussieht wie Solgaleo in der nächsten Entwicklung, aber nicht Solgaleo ist. Das ist Leufeo. Level 19. Es tut mir ja leid, ich bin viel zu schwach. Ich meine, ich trainiere dadurch ganz gut, wenn ich die fange. Und die bleiben auch relativ alle gut drin, muss ich sagen. Also. Nur das Mega Man-Pokémon wird wahrscheinlich nicht so gut drin bleiben, habe ich das Gefühl. Leufeo, je mehr ein Leufeo seinen Körper und Geist im Kampf gegen starke Gegner steht, desto heißer wird seine Mähne. Gut, Darmhirnplex ist ja irgendwo noch dort. Trugträne für die TM-Maschine erhalten. Also wir erhalten, glaube ich, gar nicht mehr die TMs, sondern die Maschinen. Ach, hier haben wir einen massiven Anlauf von Mehikel. Auch sehr schön. Ich liebe nämlich Mehikel. Mehikel ist nämlich mein Lieblings-Pokémon. Da liegt ja auch alle richtig. Das ist mein Lieblings-Pokémon auf Doom and Death. Vorne ist der Leiter und noch ein Mehikel, was gerade rumspaßt. Vorne ist hier irgendwo wahrscheinlich die Pflanzenstadt. Das ist das da vorne, oder? Nee, das ist einfach die Pokémon-Akademie wieder. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Zumindest Leufeo hat seinen Spaß. Ich habe das Gefühl, wenn ich gegen Trainer kämpfe, werde ich sterben. Ich meine, ich kann da vorne auch einen Terra-Raid machen. Das scheint ein Gesteins-Terra-Raid zu sein. Das ist ein Kristall von Teddy. Okay, dann kann ich da nichts machen. Aber ich bekomme trotzdem die 500 LP. Und hier haben wir Pachirisu. Komm, können wir auch mal fangen. Ich muss trotzdem zurück zum Pokémon Center, weil Klippe ist eigentlich mein erstes Ziel gewesen. Und dann wollte ich eigentlich mal gucken, ob ich zur Arena gehe. Ja, aber das ist genau... Oh, meine Fresse, was geht denn mit dem Pachirisu hier ab? Ich gehe ja sowieso gleich auch zum Pokémon Center zurück, aber trotzdem... Ich brauche Bälle. Ich brauche definitiv Bälle. Ich habe keine Bälle mehr. Aber im Netzball bleibst du jetzt nicht drin. Danke, also das wäre jetzt ein bisschen frech gewesen hier. Hallo, Lechonk. Ja, vielleicht sollte ich doch das Pachirisu mal kurz in Ruhe lassen. Ich fliehe mal, glaube ich. Und renne zum Pokémon Center und kaufe jetzt mal Bälle. Weil es bringt ja nichts, wenn ich hier nichts erreichen kann, muss ich sagen. Erinnert mich auch sehr an das Startgebiet, muss ich sagen. Also laut Karte bin ich ja immer noch hier in der südlichen Zone. Uiuiui. Da vorne wäre auch das Pokémon Center der südlichen Zone 5. Also gut, die südliche Zone 5 ist das schon. Und Klippe ist irgendwie ganz da hinten. Und hier wäre was. Hier wäre Pratolido. Ach so, wir sind wieder dort. Also. Ah, ich weiß, okay, dann weiß ich ja, wo wir sind. Na, okay. Dann sind wir wieder so im Anfangsgebiet, nur jetzt im schweren Teil des ersten Gebiets. Ja, gut, okay, dann gehen wir wieder zurück. Ich will die Elvis-Pokémon in meinem Team. Aber die sind wahrscheinlich nicht so stark. Die Frage ist halt jetzt einfach, also mir fehlt ja ein bisschen Variation im Team. Wie gesagt, ich will Fake Dedenn, will ich eigentlich nicht behalten. Klippe klingt eigentlich echt cool. Aber ich muss noch gucken. Also wie gesagt, mein Team ist dann noch sehr unschlüssig, wie ich das gestalten will. Also ich bin unschlüssig, wie ich mein Team gestalten will, nicht mein Team. Danke, jetzt eigentlich keine Tutorials mehr. Aber zu dir will ich, zu dir. Hä, was, du willst mal was von mir? Ey, das ist ja mal richtig krass. Was willst du denn? Ja, Tränke brauche ich nicht. Ich brauche Pokebälle. Gib mir einige Pokebälle. Okay, ich habe so viel Geld, habe ich nicht. Ich zahle mit viel Geld. Gib mir deine Pokebälle, weil ich muss Pokémon fangen. Tränke und so habe ich genug, das ist nicht das Problem. Ich muss mal eine Arena machen oder so, aber ich glaube, Klippe erstmal machen ist vielleicht schlauer. Ich würde trotzdem erstmal weiter erkunden, würde ich sagen. Weiß auch nicht, wo hat er sich gemeldet? Ich glaube, wenn ich weiter nach vorne gegangen bin, jetzt wäre ich hier nach rechts. Aber der wollte ja hier bei dem rechten Pfad hier.
Da hat er sich bei Klippe gemeldet. Was heißt, Klippe ist irgendwo hier in der Nähe. Ich war Salty Mush. Ich nehme an, ich muss jetzt diesen verwinkelten Pfad hier hochgehen. Und irgendwann kommt Klippe her und sagt, hi. Ah, hier mit die TM. Rechte Hand, wuhu. Habe ich ja noch nie gesehen. Aber ich glaube, man bekommt doch die TM. Man tut sie einfach nur freischalten dann auch in dieser Maschine. Ja, einfach hier nach oben gehen, das wird schon klappen. Dann haben wir hier einen Trainer. Zeig mir, was du drauf hast. Kein bisschen. Ich habe keine Lust, gegen dich zu kämpfen, aber ich habe ja wohl keine andere Wahl. Ich bleibe jetzt mal bei Noama erstmal. Also, hi. Aber zuerst zeige ich dir natürlich mein Pokémon hier. Also, ich bin nämlich der Fanatiker. Ich glaube, das ist der, oder? Ja, Pokémaniac Dario. Also, ich liebe Pokémon und mein Lavita. Ich liebe Lavita. Lavitas sind so geil. Ja, das glaube ich auch. Level 15. Ist irgendwie schon traurig, wenn ich jetzt die ganze Zeit gegen diese blöden Level 18er gekämpft habe. Ja, also ich glaube, da vorne weiterzugehen ist erstmal schlecht. Habe ich schon gemerkt. Ja, also ich finde es ein bisschen schade, dass die Level nicht angepasst werden. Aussetzer muss nicht sein. Du hast es mir echt gezeigt. Na gut, ich weiß trotzdem nicht, wo Klippe gerade ist. Von der Map her. Ich sehe jetzt auch gerade Klippe nicht. Warum hat sich die Karte gedreht? Wo bin ich denn jetzt gerade? Ich bin hier. Und Klippe ist da oben. Ja, Mama, ich will die Karte mal drehen. Ich glaube, das verwirrt mich gerade ein bisschen, dass die Karte gedreht war. Ach, Klippe ist da ganz weit hinten erst, bei der südlichen Zone 3. Ja, dann muss ich mich doch sowieso erstmal einen weiten Weg. Und ich war hier bei der südlichen Zone 5 vorhin. Also ich muss sowieso weiter nach vorne gehen. Ich würde einfach probieren, irgendwie weiterzukommen. Ich weiß es doch auch nicht. Ich kann ja gerade nicht runterspringen, weil ich nie runterspringen darf in dem Spiel. Ich weiß halt auch nicht, wo hier noch was sein könnte. Zum Beispiel da weiter hinten, glaube ich, war ich auch noch nicht. Ich weiß es nicht. Muss jetzt mal gucken, weil ich langsam die Orientierung in diesem Gebiet verliere. Das ist so mein kleines Problem an dem Spiel. Ich verliere absolut meine Orientierung. Weil diese Open World ist sehr verzwickt. Also gerade dieses Klippengebiet hier ist sehr, sehr verzwickt. Also hier bei dem Gebiet sehe ich jetzt auch nur noch eine Brücke hier irgendwie da durch. Lass mal gucken. Also die Brücke führt mich jetzt aber... Das führt mich jetzt zur Stadt. Wo komme ich denn hier hin? Hier ist anscheinend auch noch irgendwas. Da hinten ist schon wieder so ein Schwert. Warte, kann ich mir das markieren? Man konnte sich doch Sachen markieren mit der Karte, oder? Wenn ich jetzt hier rangehe, kann ich jetzt hier zum Beispiel ein Symbol machen? Das ist nicht bei Zielort, aber ich weiß nicht, vielleicht als... Das ist unnötig, weil ganz ehrlich, wenn ich das jetzt jedes Mal sehe, dann verwirrt mich das jetzt nur. Nee, dann mache ich das wieder weg. Aber ich muss mir merken, da ist schon wieder so ein Schwert oder was auch immer dieser Dolch da ist. Das heißt aber, hier weiterzumachen, bringt das erstmal nicht mehr so viel. Dann gehe ich aber mal hier entlang. Hier war ich auch noch nicht. Springen, springen. Das Erkunden ist schon in Ordnung. Wie gesagt, man sieht jetzt bis jetzt nur das Klippengebiet, das ist jetzt natürlich jetzt gespannt ist. Und ich muss auch sagen, da wir auch relativ uns langsam fortbewegen, ist auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Es könnte schlimmer sein natürlich, aber... Von der Höhle kommen wir doch eigentlich. Und dann gehen wir hier einfach nach oben und gehen dann hier entlang. Also an sich ist es doch egal. Obwohl, diese Leiter habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Ich wünsche, man könnte einen Doppelsprung machen. Ich weiß nicht. Darf ich dich schon bekämpfen? Ich weiß es nicht. Geh mal hier rein. Ich meine, ich habe ein Psycho-Pokémon vorne und ein Fee-Pokémon. Das wird schon gehen. Hariyama. Level 25! Ich setze hier mal kurz auf Psychstrahl ein. Vielleicht bleibt es drinne. Wenn ich es töte, ist auch nicht schlimm. Weil Level 25 ist ein gutes Level. Dün, 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 dün. Ja gut, das ist jetzt eher Fee, aber nicht Psycho, aber...
Es war ein Versuch wert. Es war ein Versuch wert. Ich habe es probiert, aber dieses Hariyama ist übel. Ich weiß nicht, ob ich das gefangen bekomme. Gestein ist eigentlich auch keine gute Idee. Ich werfe jetzt mal Enton rein. Vielleicht kriege ich es doch mit einem Pokéball gefangen. Ich bin mir aber nicht so sicher. Vielleicht sagt das Spiel aber auch, das geht gar nicht, weil es Level 25 ist und wir Level 25 noch nicht fangen dürfen. Es war so schnell geworfen, dass es nicht klappen kann. Oder? Es klappt. Es könnte klappen. Das wäre ja sofort rausgekommen, wenn es nicht klappt. Aber das Ding wirft mein Enton einfach weg und ist abgehauen. Schade. Ich habe es probiert. Aber Hauptsache meinen Trassler töten. Ich hasse dich auch. Ja, hier geht's weiter wahrscheinlich. Ja, ja, da will ich jetzt auch noch gar nicht so lang. Ich werde jetzt mal ein bisschen rumgucken, weil hier das sind anscheinend auch mal alles verwinkelte Wege. Ich wiederbelebe mal kurz meinen Noir mal wieder. Wieso nicht? Als ob ich nicht sagen kann, ich will einen Beleber einsetzen. Also bitte. Oh. Das ist halt schade, das Hariyama war halt echt cool, aber es zu fangen ist halt natürlich auch übel, weil das halt dadurch flieht. Beziehungsweise wir werden weggeweht und wir fliehen dann und nicht der Gegner flieht. Das ist natürlich immer ein bisschen doof, aber naja. Kugelsaat haben wir gefunden, ja. Das sind jetzt nicht die TMs, die ich jetzt unbedingt benutzen muss. Ich bin jetzt auch nicht der Competitive-Mensch, der jetzt da sich reinhängt und sagt, boah, das müssen wir jetzt unbedingt benutzen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Wir gehen hier lang und ich suche die Leiter. Die Leiter ist da. Ich liebe es, dass wir mehrere Parts in diesem Gebiet verbringen und nicht ein Stück vorankommen. Aber das Gebiet ist ja auch übel schwer. Es wundert mich, dass wir noch nicht gestorben sind, bin ich ganz ehrlich. Ja, und jetzt sind wir halt wieder zurück. Oh, hab ich dich schon mal bekämpft? Du siehst neu aus. Die Boladin-Arena. Ja, warte mal, ich komm her. Also, warst du bereits in der Boladin-Arena? Also, ich war das schon. Also, der Arenaleiter, ey, der hat mich fertig gemacht. Ich bin Piado. Mit Krabox, mein Lieblings-Pokémon, ist inspiriert an meiner Lieblings-YouTuber, nenne ich ihn mal. Das freut mich für dich, hier Psystrahl. Level 12 ist auch vollkommen in Ordnung. Und das war's, also Piet, du bist jetzt nicht so... Vor allem, ist das nicht die Pflanzenarena? Mit dem Krabox kommst du da, glaube ich, nicht weit. Da hast du absolut recht und ich habe ja auch versagt. Oh... Klatsch, die Klatsch. Eine weitere Tragödie. Genau wie in der Boladin-Arena. Ja, was hast du erwartet? Mit dem Krabox kommst du in der Pflanzen-Arena auch nicht weit, wenn es die Pflanzen-Arena war. Ich gehe mal davon aus. Ich habe nur ganz wenig das Gefühl, dass ich schnell bin mit Miraidon. Aber naja. Wir müssen ja auch gleich wieder zum Pokémon-Center eigentlich kommen, weil das ist ja eigentlich der Haupt... Ja, genau, wir sind jetzt wieder hier. Ja, und ich glaube, zur südlichen Zone 3, da wenn wir da wären, dann könnten wir auch die Story weitermachen. Muss man mal gucken. Aber ich habe jetzt genug Pokémon besiegt, also Pokémon-Trainer besiegt. Also du kannst mir jetzt gerne meine Belohnung geben. Deine Belohnung? Ja, also die kriegst du natürlich. Die Muschelglocke, ein Item zu tragen. Es wird einige KP des Trägers mal wieder auf, wenn dieser dem Ziel durch einen Angriff Schaden zuführt. Das ist ja nicht schlecht. Das finde ich auch, dass das nicht schlecht ist. Dann geben wir das doch mal jemandem. Du kannst aber Salty Mash? Salty Mash, oder? Komm, kannst Salty Mash bekommen. Hier. Nee, das ist nicht meins. Ja, bei der Flinkfeder bleibe ich noch. Ich behalte mal diese ganzen Items. Nicht einsetzen. Mann, wieso kann ich geben, sofort ausgewählt werden? Wir müssen jetzt mal gucken, bei wem es sich lohnt. Jetzt zum Beispiel XS oder S kann ich erstmal bei Trassler einsetzen. Das ist sogar relativ viel gewesen, muss man sagen.
Habe ich ja noch ein paar XS, die kann ich ja zum Beispiel jetzt hier bei zwei davon mal einsetzen. Und den Rest würde ich jetzt mal kurz Trassler geben und das zweite S-Bonbon behalte ich mal für mich. Na gut, dann würde ich jetzt erstmal wieder den diesen Weg entlang folgen. Und Angst haben in diesem Gebiet, weil hier sind 1 Million Trainer. Da vorne ist ja auch wieder ein Trainer, den ich noch nie bekämpft habe. Da vorne haben wir noch einen Terra Raid. Ich würde eigentlich den Terra Raid mal gerne machen, würde ich sagen. Das interessiert mich. Das scheint ja Fee zu sein. Gegen Fee habe ich zum Beispiel nichts. Also ich habe jetzt nicht Gift oder so. Aber ich würde Teddy gerne mal zeigen, wie das neue Pokémon aussieht. Ich weiß nicht, ob sie den Feuerstarter schon gesehen hat in der zweiten Entwicklung. Ich glaube nicht, dass sie es gesehen hat. Was bist du denn? Hey, komm mal her. Was bist du? Was bist du? Du bist süß. Du bist mickrig. Du bist sehr mickrig, das stimmt. Ich fang dich mal. Du bist käfersicher, aber Käferstahl? Du siehst käferstahlmäßig aus. Ein Käferstahl im Team zu haben, ist definitiv auch nicht schlecht. Was bist du jetzt? Na, viele Erfahrungspunkte gibst du mir nicht, aber was bist du? Du bist nur Käfer. Im Kampf ist es dauerhaft spezialisiert, mit Hilfe seiner Sprungkraft gegnerischen Angriffen auszuweichen und gleichzeitig Schaden auszuteilen. Ich mag den Namen, Mikrik. Du bist sehr klein. Weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass du cool bist, wenn man dich entwickelt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, gegen wen ich dich austauschen sollte, weil mein Team gerade... Gut, ich muss sagen, ich habe Salty Mush und Klippe, also so richtig balanciert ist das Ganze nicht mit zwei Gesteins-Pokémon. Und ich glaube, Salty Mush wird erstmal, glaube ich, rausgenommen gleich. Ich glaube, ich nehme ihn bald raus. Ich gehe jetzt mal kurz auf mein Team hier und sag mal, du kommst an die Spitze, damit wir einen Terra Raid machen können mit Teddy. Also, vielleicht macht sie ja mit, ich weiß es nicht. Kenne ich nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Das sieht aus wie ein Haufen. Ein Haufen irgendwas. Ich suche nach Mitspielern, vielleicht macht Teddy mit. Hast sogar zwei Sterne. Das ist ein gefährliches Ding. Wird gefährlich. Vielleicht macht sie mit. Ich weiß gar nicht, ob sie noch online ist. Wir warten ab. Vielleicht macht sie auch gerade irgendwas Story-Relevantes. Ich meine, man weiß es nicht. Sagen wir es mal so. Ich habe ihr Online-Symbol auch schon lange nicht mehr gesehen. Und irgendwas, was sie erreicht hat, habe ich auch nicht mehr gesehen. Also vielleicht ist sie auch schon raus. Kann man das irgendwie überprüfen, ob sie schon raus ist? Kann man das überprüfen? Wartet mal. Dein Terax-Teil wurde aufgeladen. Der hat 7000 EP. Nee, Teddy ist doch da. Also vielleicht kommt sie doch noch rein. Ich suche nochmal nach Mitspielern und vielleicht kommt sie rein. Also sie existiert noch. Warte ab. Ich meine, ich kann die 3 Minuten schon abwarten. Das ist nicht das Problem. Ich weiß noch nicht, ob Teddy da anbeißt und sagt, ja, okay, ich mach mit. Vielleicht denkt sie sich gerade, kein Bock auf diesen Mist. Gar keine Lust. Ich meine, ich kann schon mal auf bereit drücken und ich mach's mit ihm. Ich suche noch. Und drücke erst auf Raid beginnen, wenn die Zeit abgelaufen ist und dann gehe ich rein. Aber ganz ehrlich, da kann man auch ein bisschen unterhalten. Ich müsste auch immer eine gute Pause, mal sich rumzubewegen. Chefine braucht auch mal eine Pause. Weiß ja nicht. Ach so, ja, ich habe gerade noch auf mein Handy geguckt, weil Teddy mir geschrieben hat, mal vorne, aber das war wegen Online-Verbinden. Ich warte. Ich glaube, sie kommt nicht, aber vielleicht haben wir ja Glück. Ich weiß ja nicht, wo sie ist. Vielleicht jetzt gerade in der Story, vielleicht macht sie gerade was anderes. Aber wenn, dann könnte ich dieses 2-Sterne-Ding wahrscheinlich nur besiegen mit Teddy. Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Ich habe es noch nie gesehen. Ich warte ab, yeah. 1,5 Minuten. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir das jedes Mal jetzt so online machen. Ich glaube, das ist lustig. Weil es funktioniert ja auch. Also es ist jetzt nicht so. Ich meine, man kann seine eigene Story machen. Wäre man zusammen online? Ich finde das eigentlich echt cool. Ich mag das wirklich sehr.
auch dass man rumlaufen kann. Vielleicht begegnet man sich ja mal zufälligerweise mal auf seinem eigenen Storyweg. Ich mag wirklich, ich finde das mega cool. Das ist so eine Sache, die sie richtig gut gemacht haben. So können Teddy und ich zusammenspielen. Und irgendwie auch nicht. Ich finde das cool. Ich mag das. Ich mag das wirklich sehr. Ich übertreibe da ein bisschen. Natürlich, so cool ist das nicht, aber... Ja, ich glaube, Teddy macht gerade irgendwas. Ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade aufgehört hat mit Spielen oder sie... Ich glaube nicht. Sonst hätte ich sie gehört. Ich war trotzdem noch. Aber sie war ja noch online. Und solange sie online ist, ist es ja noch okay. Ja gut, dann werde ich es wohl alleine machen müssen. Ich warte noch bis 10 Sekunden und dann drücke ich auf Raid Beginn. Falls sie noch kommen sollte, habe ich glaube nicht dran. Schade, dann werde ich es beim nächsten Raid versuchen. Denn die Raids geben sehr viele Erfahrungspunkte. Ja, ich hoffe, meine anderen Trainer sind nett. Weiß ich, ach, war das Symbol gerade, dass sie gekämpft hat oder sah das gerade so aus? Oder ich glaube, Teddy macht gerade eine Arena oder so. Weil Teddy ist da schnell und ich bin immer noch nicht mal bei der ersten Arena angekommen. Während Teddy wahrscheinlich gleich kommt und sagt, ich bin bei der fünften Arena schon. Ja, also Teddy wird das Spiel wahrscheinlich bald durchhaben, während ich nichts habe. Was bist du? Was ist das? Meine Friendos. Was ist denn das für ein Vieh? Das ist Nebulak? Nebulak, du hast dich sehr verändert. Unlicht war gut gegen Geist, oder? Okay, ich muss dreimal angreifen, um aufzuladen. Ja, warte mal, ich mach mal bis. Ich glaube, Unlicht war gut gegen Geist. Eissturm? Ja, das macht mir nicht so viel aus. Also, ist okay. Initiative von die Kroko ist gesunken, okay. Ach nee, das war... Okay, dann war es nicht so. Ja, Unlicht war... Ja, keine Ahnung. Ich bin wieder raus. Dann mache ich einen Erschall. Einen Erschall ist immer gut. Das Ding rastet gerade aus. Ist ja, glaube ich, auch wieder so, dass man nur dreimal verkacken kann. Ich bin am langsamsten mittlerweile. Ich habe es verstanden. Okay. Oh, ein Escher macht viel Schaden. Oh, sogar paralysiert. Ich finde es auch irgendwie voll lustig, dass das Ganze chaotisch ist. Also, es geht auch schneller voran. Weil bei den Diner Raids war es ja so, das ging relativ langsam, weil jeder erstmal angreifen musste und dann hat das Ding angegriffen. Und hier geht einfach alles auf einmal und der ganze Hintergrund rastet hier gerade aus. Und ich glaube, das soll gar nicht so sein, dass es so ausrastet, oder? Ich finde es geil. Ich weiß nicht, ob Teddy Nebulak möchte oder so ein Fee-Nebulak, aber... Vielleicht ist so ein Gengar vielleicht gar nicht mal so schlecht, obwohl ich gar nicht so der Gengar-Fan bin, muss ich sagen. Nein, ich hab verkackt, ich bin ein Nebulak. Das Nebulak sieht hässlich aus, bin ganz ehrlich. Also, was haben die denn aus Nebulak gemacht? Das sieht nicht mal schön aus, ich bin ganz ehrlich, das sieht nicht mal schön aus. Es kommt trotzdem in den Ball. Nimm... Das! Superball! Bleib drin, okay, Nebulak. Ja, aber es sieht hässlich aus, oder? Sah das schon immer so hässlich aus? Also wirklich, das ist ja diese... Das ist ja nicht mal so eine richtige geile... So eine Geistergebung, die er da hat. Das ist einfach nur hässlich. Das ist ein Schleimding. Als wäre es in einer Papiertüte gefangen. Das soll ja Gas sein. Das ist doch kein Gas. Das ist hässlich. Also Gengar sah doch besser aus. Gengar. Nebulak sah doch besser aus, oder? Ich weiß doch auch nicht. Weiß auch nicht. Mit seinem gasförmigen Körper kann es Gegner jeder Größe einhüllen und ersticken. Das freut mich für Nebulak. Das ist hässlich. Das ist einfach hässlich. Ach, wir haben gerade Nacht. Also Tag-Nacht-Zyklus ist jetzt nicht wirklich, ist halt wirklich nicht an die richtige Tageszeit angepasst, glaube ich. Das finde ich sogar besser so. Ich mag das auch so mehr. Weil ich bin nicht so der Fan, wenn das an die richtige Zeit angepasst ist. Geht mir auch eher auf die Nerven. Mehikel habe ich ja schon im Team. Eine Schatzsuche, das heißt, du möchtest kämpfen. Bin ich gut geheilt? Nilkroko brauche ich jetzt gerade nicht. Ja, ich weiß nicht, mit Salty Mush. Ich glaube, Salty Mush mach ich weg vom Team. Dass ich jetzt erstmal bei Klippe bleibe. Aber ich weiß ja nicht, wenn sich das Ding weiter. Ich glaube, Klippe hat keine Weiterentwicklung. Ich weiß es aber nicht. Ah, ich mach Salty Mush, glaube ich, weg, oder?
Ich mach's jetzt erstmal weg. Ich nehme Klippe in mein Team. Klippe ist cool. Ich mag Klippe. Kann ja Klippe zum Beispiel. Diese Muschelglocke geben. Weil die zwei Gesteins-Pokémon bringen mir ja nichts. Und dann gehe ich jetzt hier in die Pokémon-Boxen. Und was wollte ich nehmen? Ich wollte Klippe gegen dieses Ding erstmal eintauschen. Das ist erstmal ein bisschen dabei. Ich glaube, Mikri kommt auch gar nicht so richtig ins Team. Ich kann mir vorstellen, dass Mikri cool ist. Kann ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht. Mein Team ist noch sehr durcheinander. Ich habe keine Ahnung, was ich da nehmen soll. Weil ich halt auch nicht weiß, was für Pokémon mich erwarten. Auch, dass Enton noch so lange dabei ist, ist eher unlogisch. Ich will Enton eigentlich auch loswerden. Ich glaube, ich mach mal Klippe nach vorne. Dieses Mega Man-Pokémon will ich halt entdecken. Ich will wissen, was das für ein Pokémon ist. Hi. Bist du etwa auf Schatzsuche? Das habe ich früher auch mal gemacht. Und deswegen muss ich deinen Traum zerstören. Denn ich habe nur entdeckt, dass ich eine Loserin bin. Ich bin Veronica, das Model. Ich habe nicht so eine geile Karriere. Fla BB. Ich bin Klippe. Müh. Warum macht das Kuhgeräusche? Ja, also Felsgrab ist sehr stark gewesen. Ja, aber es hat eine geringe Wahrscheinlichkeit. Aber besser als Steinwurf. Leg los. Ich liebe Klippe. Klippe ist halt auch übel stark. Ja gut, dann macht er, kommt er. Aber selbst das ist eine mega gute Verteidigung. Also sein Problem, ich glaube, Klippes Problem ist ja nur. Ja gut, ich kann nicht gucken, aber Klippes Problem ist ja nur Spezialangriff und Spezialverteidigung. Aber wenn es auf Angriff und Verteidigung geht, ist Klippe ja übel. Muss man so sagen. Also Klippe ist eigentlich echt gut. Ich bin Klippe. Ich mag Klippe. Das ist süß. Ach, die Jugend. Ja, die Jugend. Das Mega Man-Pokémon ist halt irgendwo, im Nirgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Ich würde es halt auch gerne haben, aber wenn ich es halt nicht finde, dann finde ich es halt nicht. Also Teddy hat es irgendwie zufällig gefunden, weil sie runtergefallen ist, hat sie gesagt. Das ist halt auch geil. Fliegst irgendwo runter und dann findest du zufällig das Pokémon. Hier haben wir noch einen Trainer. Ah, der wird mich doch auch fertig machen, oder? Ah, vorne ist ein TM, also die hole ich mir zuerst. Hier noch irgendwas? Ist das ein Schildterus? Ne, das ist schon wieder dieses Mikrik. Agilität. Ja, ist eigentlich auch cool, aber... Naja. Okay, hi. Ein Geistblitz wäre jetzt gut, sagst du. Klippe macht dich platt, habe ich gehört. Wie bitte? Mir fallen einfach keine guten Songideen ein. Und was macht Trump unter deinen Füßen? Ich trete auf Trump. Ja, genau das tue ich, Jasmine. Toxel. So, ja. Ich habe schon vergessen, wie Toxel so als Baby aussieht. Ich habe Klippe hier. Ich setz. Okay, ich habe keine Bodenattacken, aber... Tatsächlich, wer braucht Bodenattacken, wenn man hier einfach Felsgrab macht? Das macht Toxel auch fertig. Obwohl Klippe die Angewohnheit hat, irgendwie so kurz vor Ende zu aufzuhören. Okay, Tränendüse kann. Ja, okay, ich weine sehr. Ich mag Klippe. Klippe ist toll. Ich hab gerade KP verloren? Das sah ja so aus. Na, also, ich lache jetzt. Hahaha, das war die Inspiration, die mir gefehlt hat natürlich. Klippe, voll cool. Ja. Hier haben wir nochmal ein Gespenst-Ding. Supertrank. Ist hier noch irgendwas? Normaler Trank. Vorne ist sicher irgendwas Gutes. Ist das schon wieder ein Terra Raid da vorne? Nee, das scheint ein Terra Raid, aber eher für Teddy zu sein. Keine Ahnung. Haben wir Makuhita? Ich hab übrigens keine Ahnung, wo wir sind, aber. Euphäomenenhaar, okay, warum das auch mal hier random rumlag. Wir kommen auch kaum voran. Oh, es sind mehrere Klippes. Und da vorne ist ein Pokémon. Ach, das ist die Stadt, oder?
Aber Klibbes, es sind mehrere Klibbes. Ich glaube, wir haben den Wächter gefunden. Und den schauen wir uns dann wohl eher im nächsten Part erst an. Ich glaube, für den Wächter nehme ich auch Anton nach vorne. Pokémon Center wäre natürlich sehr schlau. Aber wir machen da wohl einfach im nächsten Part dann ein bisschen Hauptstory mal mit Pepper. Sind noch irgendein Pokémon, was ich fangen will mit den 1000 Klibbes, die es hier gibt? Ich hoffe, ich trigger jetzt nichts, wenn ich jetzt hier schnell hier nach vorne gehe. Gut, dann speichere ich jetzt gleich mal. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Purpur wieder. Bis dann und Tschüssikowski.